Und damit herzlich willkommen zurück zu Gremlins Inc. Soll ich nochmal? Ja, ich mach nochmal. Gremlin. Okay. Nein. Nein. Ach nö, ich will das nicht. Das, das bleibt drin. Hallo. Jetzt kommt hier die Rache auf jeden Fall, ja. Hallo, es ist dabei Dalu, Maru, Chico und der Kunde gerade ist auch wieder dabei. Der Kundi. Okay. Der Kundi. Oh. So, jetzt mal durchlesen. Was heißt die Zahl unten? Dann, wann du anfängst, glaube ich. Also die Reihenfolge. Okay. Macht keinen Sinn. Wieso? Von 10. Ja, es gibt ja auch 12 Charaktere. Ach so. Oh Gott. Okay. So, jetzt kommt die Rache. Jetzt habe ich nicht geklickt, aber ich habe den nicht haben wollte. Ja. Aufgepasst. Erstmal irgendwelche Karten auswählen. Ich glaube am Gericht und ich muss bis darüber. Ja, ich dachte, das ist schon wieder Kundran, ey. Wow. Der eine Typ da. Nee. Ich behalte meine Karte. Die Karte muss ich behalten, einfach nur, weil ihr es dann lustig findet. Oh, die Karte muss ich auch behalten, aber die ist extrem teuer. Was ist das, wie du aussiehst? Ich sehe doch wohl stylisch aus, ey. Ich bin der Manager, ja? Der Manager. Guck mal, ich habe Hartz IV Express hier als Karte, das ist auch geil. Der Hartz IV Express, super, danach kommst du direkt in, ich hatte eine Kombo gehabt, Hartz IV Express, bin zur Bank gegangen, hab dann die Steuern erhöht und dann die Bank ausgeraubt. So. Volles Programm also. Bannrede, direkt erstmal 4 Punkte gesammelt, da du. Jawoll, der Manager, Leute, ich bin der Mann hier. So, wo bin ich denn überhaupt? Da oben. Was sind denn kriminelle Karten? Sind das die blauen? Rot. Rot, rot, ja, ist kriminell. Ich glaube, so dunkelblau ist permanent irgendwie. Und gelb gibt es, glaube ich, noch, oder? Ich glaube, blaue Karten sind böse für dich. Die werden dir abgenommen, wenn du durchsucht wirst, aber du kommst nicht in den Knast. Okay. Und rote Karten schicken die in den Knast, na, dafür halt besser. Achso, blaue Karten sind geheime Karten. Wenn diese Karte für ein Gegenspiel auch gedeckt werden, so wird sie ja abgeworfen. Rote Karte, kriminelle Karte, blaue Karte. Ne? Genau. Ah. Okay. Wir gambeln erstmal eine Runde. Gambeln ist immer gut. Verfolgt. Jetzt erstmal Asche. Okay, Wo ist das? Was machen wir denn? Wir holen uns Money. Money. Okay. Caches. Das sind die Caches. Durch 3. Einmal doppelt bezahlen, aber ist das so? So, da, ach, Kundan ist ein Knasti, direkt. Ja, bin direkt Verbrecher. Okay. Bin ja auch der Dieb. Ja, hab's gesehen. Alle am Gambeln. Jawohl, der Manager sammelt Stimmen. No. Ich probiere jetzt mal eine Karte aus. Mal gucken, wie so funktioniert, wie ich es lese. Der Glückstrank. Aber du hast den Glückstrank doch gerade zum Laufen benutzt. Ja, die Frage war, da steht, wenn man halt auf eine Unglücks kommt, dass man das nicht machen muss. Ich hätte jetzt gedacht, wenn man die Zeit ja, nimmt dafür. Nein, du nimmst egal, die Karte entweder zum Laufen oder zum Spielen. Hat dann auch gut funktioniert. Jo. Ich dachte, jetzt sagst du so ein Schigel, du bist dran. Ich glaube, ich gamble mal. Ich glaube mir eine Karte von irgendwem von euch, zum Beispiel von dem Manager. Und 5! Oh Mann! Nein! Dankeschön! Damit laufe ich jetzt mal. Karte gewesen. Und zwar hierhin. Nein. Hiermit laufe ich hier laufe ich dahin und Besuch des Präsidenten. Ein Besuch des Präsidenten. Okay. Ja gut, ich biete 0. Ja. Weil ich biete 1 und ich gewinne. Bringt ja nichts, aber vielleicht gibt es irgendeine Karte, die darauf ausbaut. Oh, alles wie 10. Okay. Und dann Vitamin B. Passt es. So. Hat gut Geld gegeben, alles. Jetzt damit hier hoch. Das ist ja alles sehr interessant hier. So, gehe ich mal kurz Beweisungsbetrug. Was? Was? Und wer hat am meisten Cash ist der Alex. Das heißt, ich klaue dir erstmal 10. Was? 10 was? Ich investiere noch Diego 10, hat mehr Geld. 10 Einkommen.
Aber ja, nee, ich glaube mir Einkommen. Das meiste Einkommen. Achso, das ist plus 30, okay, ja. Mhm. Ganz schön kleines Einkommen. Ich glaube, da muss ich mal Hartz IV dafür zu nehmen. Machst du da? Hey, was macht der Dieb hier? Ich wurde einfach geportet. Was will der hier? Was passiert da? Macht er noch Stimmbetrug oder irgendwas? War halt hier das Ding hier beim drüber laufen. Da kann ich auch nichts für. Bei den Hausdingern darf man auch nicht zusammen draufstehen, ne? Ich glaube, das ist das einzige Feld, wo du das kannst. Okay. Oh, ich sehe gerade, ich bin bei Charakterfähigkeit, muss ich auf eure Felder springen. Kann ich euch erpressen für den doppelten Betrag. Das ist alles scheiße gerade. Und wenn sie können eine Karte abwerfen. Diese Fähigkeit, riskante Spieler, ermöglicht es ihnen, eine Karte abzuwerfen, die sie nicht benötigen. Wählen sie die Karte, die sie loswerden möchten, oder klicken sie auf die Schaltfläche unten, wenn sie eine Karte, und das steht dann da nicht. Ach, Aktion überspringen, keine Eins. Go! Ja, easy. Okay. Mal gucken, ob es funktioniert, was Dalo gesagt hat. 1, 2, 3, 4, 5. Oh doch. Nee, was denn jetzt? In großen Gebäuden darf mehr Leute stehen. Genau, das dachte ich auch. Nur den Weg ist halt nicht für jeden Platz. Ja, komm. Okay. Dann gehen wir mal gamblen. Dann hoch zu meiner Fabrik. Alle Gamble. Oh, scheiße. Der Gremlin des Jahres. Alle anderen Spieler bekommen Geld. Ja, so. Das ist ja nett. Ganz toll. Danke. Super. Dankeschön. Wirklich sehr zufrieden. Geht er mal auf zur Fabrik. Und mach Cashes, aber ich brauche kein Geld. Ja, was mache ich denn jetzt? Das ist echt nicht leicht, ne? Ja. Ah, das ist halt die Mastercard hier. Okay, das ist gut. Dankeschön. Wer hat am meisten Geld? Ich. Alex hat am meisten Geld. Warum hat Maro sich bedankt? Ich krieg für jede Karte, die auf diesen Spiel ausgespielt wird, einen Politik. Ja, wie mach ich denn das? Achso, ich komme in den Knast. Ah, gefährliches Artefakt. Ganz schön gefährlich. Oh nee, das war mein Masterplan. Aber ey, zwei Runden ist doch gut. Das war mein Master. Ich habe eine gute Karte, falls jemand anders von euch Gouverneur wird. Ich hatte eine Karte, ich jetzt gar nicht so sagen, wo ich 15 Punkte gekriegt hätte. Oder 6, glaube ich. Nee, 6 Punkte. Oder? Nee. Krieg ich das nicht? Oder hab ich eine geklaut wieder? Ich hab das nicht verstanden. Ich hätte eigentlich auch noch einen Punkt kriegen sollen. Okay, Umplan. Aha. Kundran möchte sehr wahrscheinlich. Oh, der hatte alles einmal. Kundran darf nicht auf die Bank kommen. Muss Kundran aufhalten, wenn er zur Bank geht. Ein paar verdeckte Karten hat er gehabt. So. Alles ist freigekommen. Was? Ja, der verdeckte Karte ist jetzt ärgerlich. Wollte ich gleich benutzen. Okay. Ich will jetzt mal gerne wissen, ob das funktioniert. Ich werde jetzt gleich mal Kundran einen Besuch abstatten. Ich will sehen, was passiert. Oh, nice. Guck mal, ich kann die Pfeile halt... Achso, die Pfeile zeigen so. Verstehe. Ah, das ist doch schon wieder Kacke. Ach, komm, ja. Läuft. Den Dollar-Schrott gefunden, das ist ja super. Ja, das ist krass, ne? So, ich will sehen, was jetzt passiert. Ich hab mir bestimmt einen Nagel abgebrochen, scheiße. Konflikt, jetzt bietet ihr Geld. Ja. Er bietet sich in den Knast, Kundran, ey, setzt alles. Frage ist halt, mein Richterbonus müsste eigentlich jetzt auch nochmal funktionieren. Rein theoretisch ja, oder? Keine Ahnung, ich zwinge ihn eigentlich das Doppelte noch zu bezahlen. Was ist denn der Richterbonus? Stempeldienst. Sind andere Spieler an dem Ort, in dem sie eintreffen, erpressen sie von jedem die doppelte Menge an negativ. Keine Ahnung. Okay. Hat nicht funktioniert. Negativ sind doch diese Einkommensteuerdinger da. Ja, richtig. Ist das nicht auf so einem Feld dann? Nee, wenn ich das gleiche Feld treffe, wo ich sie auch. Achso, wenn ich sie an dem Haupt auch ihren großen Feld treffe oder was? Achso. Sind andere Spieler an dem Ort, in dem sie ein. Ort ist, glaube ich, immer so ein Haus. Ah. Ja, Ort heißt. Genau, Ort ist der Haus. Das Haus. Die Häuser hier. Der Haus. Der Haus. Der Haus.
Der Hausparty. Direkt wieder raus, er kriegt Geld. Er hat mehr Geld gemacht, als er verloren hat, als er im Knast war, Maru. Du hast aber falsch gemacht. Maru, er sammelt immer noch Geld. Ich hab das Geld bekommen, das Maru gesetzt hat, vor allem. Oh, das wäre halt die Winnerkarte schlechthin. Leute. Leute, der hat 4 Express, komm. Oh Gott, warum gehe ich denn jetzt hin, ey? Oh nein. Mann, ein Auftrag von ganz oben. Oh, was? Nicht schon wieder? Was soll das denn immer? Holy shit, ey. Da ist der Hartz IV Express, eine der besten Karten, die wir haben. Okay, jetzt muss ich tatsächlich nochmal umplanen. Nicht schon wieder. Oh nee, das ist jetzt gar nicht gut, ne? Nee. Das ist gar nicht gut. Ich bin ja verloren jetzt. Voll in den okay, ich muss die nehmen. Ich kann nur hoffen, dass Dalu das Gouverneur wird, damit ich... Geldstrafe. Ihn... Was? Ich hab nach Paragraph 0815 verstoßen oder was? Super. Und direkt noch mehr Minusgeld. Oh, herrlich, ey. Was ist das denn für eine Schweinerei? Oh, shit. Mist. Alles Mist. Egal. Ich muss. Was würfeln Sie? Bei einer 1 widerfährt Ihnen ein Ungemach. Haben Sie eine Versicherung? Okay, habe ich nicht. Komm schon, 4. Bin gekauft. Alles gut. Keine Panik. Jetzt kannst du von Kunran Geld absacken. Er steht gerade auf dem Haus. Ich kann bis, okay. Auf Häuser kannst du auch drüber gehen, sozusagen. Also wenn du nur Karten hast, die 3 Felder gehen, kannst du auf ein Haus auch trotzdem drauf gehen, wenn es nur 2 weg ist. Also, Prinzip, ich muss ja, glaube ich, da muss ich da eintreffen oder muss ich gar nicht vorbeigehen? Du kannst auch vorbeigehen. Ich probiere, ob ich vorbeigehen kann, ob das funktioniert. Ach so. Nee. Ich dachte, ob du an Häusern automatisch stehen bleibst. Ach so. Du hast eine 5er-Karte gespielt. Das hier wollte ich spielen. Ich wollte auf die Doppelgeldkarte bekommen, weil der andere Weg zum Geld komme ich nur woanders hin. Jetzt kommt Kunran und macht dich fertig. Konflikt! Oh, jetzt habe ich es weggekriegt. Kunran rächt sich für dich. Kunran hat so viel Geld, da bleibe ich. Da gebe ich auf. Gib trotzdem die 269 aus, damit er mehr zahlt. Mach ihn fertig. Wow. Oh. Maru ist im Knast. Warum hast du $82 bezahlt? Also, warum? Maru hat auch 269. Ja, aber warum 82? Hä? Keine Ahnung, ich habe einfach den Regler gezogen und ich habe dann hier gerade Zahlen rausbekommen. Kunran, es gibt was Böses für dich. Was? Oder für mich. Guck bitte, mal. Alter, wir müssen so viel vorplanen und dann wird alles zunichte gemacht, ne? Depression, ja, das ist okay. Ich hab Geld. Ja, kann man... Da kann man gegenwirken. Das ist nur ein Ruf. Und du setzt eine Runde aus, Dalu. Oh, das ist so schwer. Okay, ich nehm nochmal Minusgeld mit. Okay. Ja, geh ins Gericht, da krieg ich Punkte für. Bei mir ist echt, also ich hab aber auch echt mega Pech irgendwie. Ja. Wer führt denn hier eigentlich? Ach, okay, alles klar. Muss ich ja, damit warum ich das... Warum fragst du überhaupt? Wie viel hat das gegeben? 300. Und ein Pluspunkt? Nee, ein Minuspunkt. Ich konnte einen Punkt für 300 verkaufen, aber das hat alles nicht geklappt, weil nicht mein Plan aufgegangen ist, weil ich nicht weiß, wie das Spiel funktioniert. Aber du hast doch 300 verkauft. Ja, aber ich wollte verkaufen, um Geld zu kriegen, um eine Karte nutzen zu können. Aber das kann ich ja jetzt nicht mehr, weil ich nur eine Karte nutzen konnte. Und genau. Ja, das ist jetzt scheiße. Aber ich glaube, habe ich total verkackt. Unser Verkaufen ist, glaube ich, immer doof. Ich glaube, unser Richter ist korrupt. Es ist der Richter. Alles gut hier. Alles gut. Ich überlege, wo ich hingehe. Geht mir auch so.
Mal gambeln. Ey, unser Richter ist wirklich korrupt. Guckt es euch an. Ah, lieber im Gambeln. Guckt es euch an. Wer kommt denn da? Welcher Ganaune? Komm, ich würfel Ganaune. Ganaune. Vertraut dem Manager, Leute. Komm, ich geh jetzt erstmal ins Gericht hier. Ja, instant, die Wahlen sind. Und damit ist Kurt dran, der Bandit. Der Dieb ist okay. Nur weil ich Depressionen hatte, bin ich jetzt nicht Gouverneur geworden. Ja. Unfassbar. Okay. Das ist geil. So. Der Dieb ist so. So muss das, Leute. Der und wer Dieb, so sagt, ist noch lange nicht fertig. So. Hat im Gefängnis, ist er schon Rangverbrecher. Ja, das ist unser Gouverneur. Okay. Gehört sich das abgekatertes dann? Spiel. Hat der Gouverneur was am Stecken? Nee, abgekatertes Spiel ist doch dreister. Du steckst ihn direkt in den Knast. Stimmt. Gouverneur, da gehöre ich aber hin. Ab ins Kittchen. Er ist ja schon Verbrecher. Der hat ja schon eine hohe Karriere da drin. Ach, scheiße, stimmt. Darf ich nicht irgendwas machen jetzt noch hier? Ja, du wolltest, glaube ich, da bist du nicht direkt einfach für drei Runden eingetötet, warum bist du noch nicht dran? Nee, du hast eine 4 gewürfelt, ist für drei Runden. Maru ist erst dran. Du warst deine Runde dran. Ist ja noch nicht Kunden dran. Ach so, okay. Da wieder runter, muss ich hier in den Kreisel gehen, ne? Wenn man auf einem Feld draufsteht, kann man dann die Karten bei der nächsten Runde eigentlich wieder ausgeben? Oder muss man immer wieder rauflaufen, um eine Karte auszugeben? Muss wieder drauflaufen. Okay. Welches Feld will ich denn dann? Dahin? Gebe ich doch mal die Karte aus, gehe hier rüber. Mhm. Mache. Oh, Kuna, er verkündet. Basisarbeit. Verkündet. Dann teleportiere ich mich hier hoch. Teleportiere? So einer. Und verkünde für $50 meine Absichten. Oha. Ah, oh, die Leute sind beeindruckt. Krass, Maru. Richtig krass, Maru. Guck mal, deine Karriere, ey, da musst du aber noch einige draus holen, um da noch weiter aufzusteigen. Neue Freunde hat er gewonnen. Ui. Da ein Knasti. So, wir gehen mal zu mir nach Hause. Hier wohnen ja ich, ne? Und erstmal holen wir hier den Leuten das Geld aus der Tasche, ja? Und weil ich hier auf meinem Haus bin, bin ich auch noch ein Verkaufstalent. Und weil mir die Stimmen gerade egal sind, verkaufe ich auch noch was und hol mir noch ein bisschen Geld. Ja. So sieht das doch gut aus. Ach man, Leute. Grüß euch, Leidl. Leute. Ich hab halt so. Wenn ich hätte das machen können, wäre auch nichts gebracht. Ja, beeil dich, Alex, ich hab den Plan. Geht nicht, ich muss hochmathematische Berechnung hier veranstalten. die alle doof sind. Wie viel kostet denn das hier? Och, das ist doch alles. Okay. Leute. Ja? Ja. Ich habe echt keine Ahnung, was ich machen soll. Ich muss jetzt echt gamblen, dass das funktioniert. Am besten einfach ziehen. Irgendwas machen. Wir müssen da noch einholen irgendwie. Nein! Lass euch jetzt Zeit, ja? Lass euch Zeit. Okay, ich muss nochmal Glück haben. Okay. Gut. Dann wird's mal erstmal gegambelt, Freunde. Okay. Wie viel ziehe ich? Würfel zeigt 3. Okay. Jetzt Chaos. Oh. Kriegst du neue Karten. Um Gottes Willen. Was soll's? Komm hier, Ungemach. Ich hab so Pech. Wer soll über mich entscheiden? Hier, sei nett zu mir. Aha. Warum fragst du dich nicht? Warum fragst du dich den Richter? Um Gottes Willen. Okay. Ich bin jetzt zum Gouverneur gekommen. Oh oh, Shigo, ein Erdbeben. Was? Oh mein Gott, warum bist du Erde? Dein einziger Punkt wurde geklaut. Mieses kleines. Ich will schon, was passiert. Ich probier's mal. Weiß nicht, welche Reihenfolge meine Fähigkeiten jetzt auch funktionieren.
Amtsgericht? Oh, er klaut sich. Ja, Amts hier, Amtshandlung hat er sich direkt übernommen, oder? Was ist das? Kommen jetzt die Wahlen? Eigentlich schon. Das wo muss ich denn jetzt schon wieder würfeln? Aha. Aha. Der neue Präsident. El Presidente. Warum Alex? Ja, weil ich glaube, ich hatte vorher mehr oder so, deswegen, oder? Wo hat Alex denn 5 Punkte her? Ich habe 2-3 Grad gekriegt aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht warum. Warte mal, steht es unten irgendwo? Warum nicht ich? Ich bin. Ja, du bist korrupt? Jetzt bin ich vor allem 5 Runden im Knast, ey, Leute. Ey, das ist doch deine Karriere, Kuda. Guck mal, du kannst das da ist aufsteigen. Schon richtig. Es ist alles drin da. Nimm noch eine Runde im Gefängnis. So, da ich als Manager ziemlich dicke mit der Polizei bin. Bist du? Ja, ich bin der Dickste. Teleportiere ich mich hier oben hin. Hi. Oh, jetzt gibt's einen Fight. Und, jetzt. nee, da wird nicht gekämpft. Ich hier, jetzt gibt's hier eine Strafe, ne? Und die muss jetzt auch bezahlt werden. Von mir? Och man, warum denn immer ich? Was soll das denn? Die anderen hatten keine 100 Dollar. Oh Gott. Ey, du bist das? Das? Achso, von mir kannst du nicht. Reich. Ja, aber der ist doch keine Gefahr. Ach, ich? Aber ich oder was? Ja. Die gehen alle auf mich. Als dein Manager brauche ich all dein Geld, sonst kann ich nicht arbeiten. So. Kann dich nicht leiden. Beste Argumentation. Muss ich echt schon wieder gamblen, ey. Mann. Verdammte. Das ist nicht genug. Reicht uns noch nicht. Das reicht, ja genau. Mann, um den jetzt meine Pläne zerstören. Das ist alles so kompliziert. Was? Ich versichere mich nicht. Risiko. Ich sehe nichts. Hau ab. Was macht unser Knacki im Knast? Komm. Ich noch eine Runde mehr drauflegen. Ah, du hättest Geld kriegen können. Nee, brauche ich auch nicht. Na, ich bin doch der Gouverneur ja gerade, oder? Nee, ja. Doch. Kann man da verhaftet werden? Nee, kann man ja nicht, ne? Das weiß ich nicht. Ich glaube, du kannst. Doch, du kannst in den Knast gesteckt werden. Als Gouverneur? Ja. Okay. So, das ist ja ich bin dran. Ganz verstanden habe ich das im Gefängnis noch nicht. Man kann irgendwie alles ablehnen oder auch nicht. Und abgekartetes Spiel. Abgekartetes Spiel, Herr Richter. Abgekartete Runde. Maru wird verhaftet. Ich sag euch. Ups. Jetzt halt die Frage, wird man verhaftet oder nicht? Jetzt muss ich echt Glück haben. Was? Oh. Ja, das mache ich. Hartz IV Express. Soll das ausnutzen, wann das hinzugehen? Okay, das hat mir ja richtig viel gebracht. Hätte ich auch auf die Polizei-Dings gehen können. Voll, was mache ich denn jetzt? Ich bin arm wie eine Kirchenmaus. Wirst du wieder deine Punkte abluchsen? Hat irgendjemand eine Karte zum Punkte abluchsen? Was? Wieso wollt ihr mir jetzt die Punkte abluchsen? Weil du sonst gewinnst. Der Manager, er hat alles unter Kontrolle. Stößt mich ins Unglück. Einer, eins. Oh. Komm schon, wehe. Wow. Ein Ungemach widerfährt. Ja, was soll daran das sein? Also. Ja, man hat manchmal hat man Glück und manchmal hat man Pech, ne? Der Kaufmann. Wieso? Chico hat sich doch versichert und kann sich doch jetzt. Entscheiden, wer das Ungemach abkriegt. Hier, Gouverneur. Was? Jeder Spieler wird. Du findest gerade, dass ich Dalu aufhebe. Oh, jawohl, wir geben 2 Karten weiter. Ja, endlich, das ist perfekt. Ich nutze diese Karten los. Die gebe ich weiter. Oh Mann. Alex, weiß ich jetzt, was du verhandelst. Alex, ist nicht. Oh nee. Wenn du 2 böse Karten hast, wäre blöd, wenn ich die Polizei durchsuche. Das ist alles. Du hast Chico, muss man nicht noch ausgehen. Ja, ich kann nicht, weil das ist alles. Oh Mann, scheiße. Nicht, dass ihr jetzt gleich Alex durchsucht, ne? Das wäre ganz blöd. Oh Mann. Ja, wenn ich so weit komme, mache ich das. Okay, dann Alex, untersuch. Nee, das kann ich alles nicht machen. Das ist doch. Alex, du musst den Giftmüll irgendwo loswerden. Ja, aber so, dass es keiner sieht. Hä? Du kriegst die Giftmüllkarte. Das ist alles halt. Okay. Wie viel 2, ne? Ja.
Das ist so gefährlich. Nee, das kann ich nicht machen, wenn ich das mache. Wer hat denn noch irgendwen anderen und nicht weitergegeben? Ja, ja, wenn ich das mache, dann kriegt ihr mich ran. Was ist das denn für eine Karte? Ups, Alex, Giftmüll. Pack. Guck, jetzt wollen wir die gleiche Karte, das ist ja... Kundan und da... Warte mal, ist Dalu? Ja. Oh, nee. Was denn? Dalu, wenn du mich nicht durchsuchst, kriegst du was von mir. Ja, ja. Nee, wirklich jetzt, ich schwöre. Ja, klar. Doch, wirklich. Glaub ihm kein Wort. Nee, der Gouverneur. Nee. Leute, wenn ihr gewinnen wollt, dann macht nichts, macht alles gegen Dalu, dass er nichts bei mir machen kann. Wenn ihr gewinnen wollt, hast du eine Karte, damit alle anderen gewinnen? Ja. Ja. Ich bin nicht bestochen. Komm, Dalu. Dalu, mach nix. Ich vertrau mir. Das ja, ja, du hast doch gerade gesagt... Nein, du gewinnst. Du gewinnst dadurch vielleicht. Ja, ja. Er redet sich im Kopf und Kragen hier gerade irgendwie. Oh, er hat den Geheimpark. Zum Gouverneurhaus. Oh nein. Okay. Er teilt jetzt Unmengen, um oben wieder irgendwann Mist zu machen. Ja, um sich noch irgendwie 20 Punkte zu geben oder so. Ja, ja. Ich kenn das ja. Ja, mach. Mama, wieso kann ich die jetzt nicht benutzen, die Karte? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ah, nein. Ich hast du kein doof. Geld oder sowas dafür oder Points? Ne? Er hat keine Punkte dafür, kann sie nicht benutzen. Dalu und Kunda setzen jetzt eine Runde aus. Ich kann... Stimmt, warum setze ich eine Runde aus? Keine Ahnung. Weil du böse bist, Alex. Dann... Oh, warum? Nichts passiert. Aber ich hätte eh nicht... Ah, das habe ich nicht gesehen, dass das da oben steht. Wegen dem Giftmüll? Aber warum setze ich wegen dem Giftmüll aus? Ja, weil du mir die untergeschoben hast. Oh, toll. Echt? Aber doch nicht, weil ich die hatte. Wie viel Pech kann der Mensch haben? So, was mache ich? Oh, der Richter ist wieder frei, der Kriminelle. Es ist alles suboptimal hier. Ja, aber ich hab eine 4-Sterne-Karte. Ich kann dadurch aufhalten. Nix. Wir hatten am meisten Rufpunkte hier gerade, da. Okay. Ach, Versicherung, ey. Kunran, wenn ich dein Geld hätte, ne? Knast, Kunran. Was würdest du machen, wenn du mein Geld hättest? Do it. Dann könnte ich was echt Gutes machen. Alles Mist. Alles. Mist. Ich hab vergessen, die Aufnahme abzumoderieren, glaube ich. Müssen wir dann am besten voll aufnehmen und dann. So, es regnet. Dann machen wir jetzt. Shigo, wir warten auf Shigos Zug ab. Wird ja am Ende wieder die Zeit eh wieder angehalten. Das ist die zweite Part ja eh versichern. Länger. Versichern. Nein. So, und jetzt ist Maru dran. Und was dann passieren wird, okay, das sehen wir dann morgen, damit der Alex weiter aufnimmt. Ich hoffe, ihr beendet jetzt auch die Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis morgen dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.